Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und all unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Karfreitag. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an diesem besonderen Tag aus unserer reformierten Dorfkirche in Brandlecht. Wir feiern einen Gottesdienst ohne Gesang, aber schon mit Musik. Und wir hören eine Predigt, die wie eine Collage ist. Im Mittelpunkt steht ein Gottesknechtslied vom Prophet Jesaja, bei dem immer im Hintergrund der gekreuzigte Christus steht, und vier Geschichten aus unserer Zeit. Doch zunächst wollen wir beten. Unbegreiflicher, gnädiger Gott, wir haben das Kreuz deines Sohnes vor Augen, und wir hören, für uns hast du Jesus gegeben. Auch unter uns mehren sich die Stimmen, die nicht mehr gelten lassen, dass das wirklich nötig war. Viele reden nicht mehr gern von dem Fluch der Sünde, den Jesus für uns getragen und ertragen hat. Wir sprechen uns eigenmächtig frei von aller Schuld an Jesu Sterben und finden anderswo Sündenböcke, die herhalten müssen für das Elend der Welt, damals und heute. Gott, wir haben das Kreuz deines Sohnes vor Augen und würden es am liebsten nicht sehen, weil es uns zeigt, wie viel es dich kostet, uns zu erlösen aus der Gewalt des Bösen. Wir bitten dich, vertiefe unser Verständnis für unsere Bedürftigkeit und erschließe uns neues Leben durch Jesus, der gestorben und auferstanden ist für uns. Amen. Der Predigttext für den Karfreitagsgottesdienst ist das vierte Gottesknechtslied »Gott erhöht den leidenden Knecht«. Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, zu Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen, und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. Sie erleben, was sie noch nie gehört haben. Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte für möglich gehalten,
dass der Herr an einen solchen Menschen seine Macht zeigt? Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, von dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern. Bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttaten begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gehe ich ihm Anteil an der Beute. Mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen. Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Amen. Der Predigttext, den wir soeben gehört haben,
ist das vierte sogenannte Gottesknechtslied beim Propheten Jesaja. Der leidende Gottesknecht, den Jesaja vor Augen malt, ist für die Christen zu einem Bild für Jesus Christus am Kreuz geworden. Das ist naheliegend, denn es gibt erstaunliche Parallelen. Und bis heute gibt es solche Schicksale. Der Karfreitag ist ein Anlass, diese Schicksale in einer Art Predigtcollage anzuschauen, sie an uns heranzulassen, auch wenn es um unangenehme Wahrheiten geht. Ja, die Leidensgeschichte Jesu hat ein hässliches Gesicht. Und von solcher Hässlichkeit ist auch in diesem Gottesknechtslied die Rede. Es heißt, viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, zur Unkenntlichkeit entstellt sieht er aus. Er hat keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Viele haben sich entsetzt abgewandt. Was macht das mit einem Menschen? Ein Mann beschreibt, was er erlebt, in einer Art Hilferuf im Internet. Ich bin ein 27-jähriger Mann und sehr hässlich. Mein ganzes Leben lang wurde ich wegen meinem Aussehen gemobbt und runtergemacht. Viele Leute haben mir persönlich gesagt, ich sei das hässlichste Lebewesen, das je existiert hat. Außerdem sagten mir einige Menschen, manchmal sogar vor der ganzen Klasse, dass ich Selbstmord machen sollte, weil mein Aussehen unerträglich ist. Bei der Arbeit gab es einmal eine Situation, wo einer sein Handy rausnahm, um mich zu filmen, und dabei sagte er, boah, ist der hässlich. Menschen wie ich sollten gar nicht erst existieren. Ich bin der Untermensch. Ich hatte noch nie wirkliche Freunde und noch nie eine Beziehung zu einer Frau. Mit 27 Jahren bin ich immer noch eine Jungfrau. Außerdem wurde ich von zwei Prostituierten abgelehnt. Nicht mal Prostituierte wollen was mit mir zu tun haben. Zu meiner Person: 1,91 Meter groß, 95 Kilogramm schwer, dunkelbraune Haare, braune Augen und ein komisches, hässliches Gesicht. Von der Hässlichkeit des Gottesknechtes ist in dem Predigttext die Rede und von Krankheit. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen.
Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut, heißt es. Pflegerinnen und Pfleger, die Ärzte in Krankenhäusern begegnen diesem Schmerz und der Krankheit Tag für Tag. Oberarzt Stefan Münster hat gerade einen 24-Stunden-Dienst und ist nass geschwitzt, weil er in voller Schutzmontur eine Covid-19-Patientin an die Lungenmaschine angeschlossen hat. Da kommt eine Pflegerin ins Arztzimmer und drückt ihm ein Telefon in die Hand. Ein Angehöriger ist dran. Er fragt Münster, ob der Zeit für ein Gespräch hätte. Draußen piepen die Maschinen. Durch die geöffnete Tür sieht man Pfleger hin und her eilen, hört die Assistenzärzte reden. Dr. Münster sagt, klar habe ich Zeit. Der Anrufer sitzt mit dem kleinen Sohn alleine daheim. Den Mann quält die Angst um seine Frau. Es folgt ein langes Gespräch, an dessen Ende Dr. Münster sagt, heute war kein guter Tag, aber morgen ist ein neuer Tag. Die Ärzte und Pfleger betonen oft, sie könnten nicht mit jedem mitsterben. Sie haben gelernt, sich emotional abzuschotten, um trotz der vielen Erfolge nicht an den unvermeidlichen Niederlagen kaputt zu gehen. Das Gespräch mit dem Mann, sagt Dr. Münster später, werde er dennoch mit nach Hause nehmen. Solange die Fallzahlen draußen nicht sinken, gibt es hier drinnen nur eine Möglichkeit, dem Mann, dessen Frau er das Leben retten soll, in die Augen zu blicken. Wenn die Frau im Sterben liegt. Es ist die einzige Ausnahme, wegen der Angehörige die Intensivstationen betreten dürfen. Thank you.
In Wahrheit hat er unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Der Oberarzt ist ein einfühlsamer Mensch, aber auch solche Menschen stoßen an ihre Grenzen. Sie können nicht mit jedem mitsterben. Sie müssen sich emotional schützen. Wie weit kann man mit einem anderen mitgehen? Wie weit kann man überhaupt mit anderen mitleiden und mitsterben? Wer kann das schon? Man muss doch selbst irgendwie im Leben bleiben. Physisch, psychisch, emotional. Das ist ja auch nicht leicht in diesen Tagen. Man muss vieles von sich fernhalten in den Intensivstationen in diesen Tagen der Pandemie. Das viele Leid, die vielen Toten, die Frage der Menschen nach dem Warum. Aber da ist einer, der es auf sich nimmt. Da ist dieser eine am Kreuz, bei dem sich all das Leid für uns verdichtet. Es bleibt ein Geheimnis. Aber in seinem Leiden liegt eine verborgene Kraft der Erlösung. Sogar Folter und Spott haben ihn nicht zu Hass verführt, haben ihn nicht nach Vergeltung rufen lassen. Im Gottesknechtslied heißt es: Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Folteropfer sind oft stumm. Äußerlich sieht man ihnen ihr Leid nicht an. Aus dem Spiegel. Bejan sieht gut aus. Schlanke, weiße Hände, melancholischer Künstlerblick, perfekt sitzende Lederjacke. Keine Narbe durchzieht das glatte Gesicht. Der 25-Jährige lächelt verhalten. Bejan könnte Bankangestellter sein oder Berater. Freundlich und zuvorkommend, einer von Millionen Zugereisten, die sich in Deutschland eine Existenz aufgebaut haben. Doch der junge Mann aus Syrien hat ein Problem. Er kann seine Haustür in Berlin nicht aufschließen, weil das Geräusch des sich drehenden Schlüssels ihn in Panik versetzt. Er hat Angst vor Autos, vor seinen Gedanken und Erinnerungen, Angst vor seinem eigenen Schatten. Sie waren wie die Wölfe, beginnt Bejan seinen Bericht. Sie, die Männer mit den Masken, die Männer mit der Macht, die Folterknechte des syrischen Militärgeheimdienstes in Damaskus. Im März 2006, sagt Bejan, habe er auf einer Gedenkfeier für die Opfer eines Massakers in der Stadt Qamishli im Nordosten Syriens Gedichte vorgetragen. Fragen habe man ihm gestellt, endlos wiederholte Fragen, auf die er keine Antwort wusste. Sie schleppten mich in eine Zelle, wo ich mich ausziehen musste, sagt er leise. Sie banden meine Arme und Füße an eine Eisenstange. Dann schlugen sie mich, immer wieder, von allen Seiten. Auch Elektroschocks seien an der Tagesordnung, sagt Bejan. Wenn sie den Strom anschalten, kannst du nicht mehr reden und bist total wehrlos. Danach bist du so erschüttert, dass du mit dir selbst nicht mehr klarkommst, sagt er und verbirgt sein Gesicht in den Händen. Sie haben mich so fertig gemacht, dass ich das Vertrauen in die Menschen verloren habe.
dem Roman Das Bekenntnis von John Grisham. Der Gefangene hatte nur einen Wunsch. Er wollte vom Gefängnis zum Gerichtsgebäude gehen. Pete wollte als aufrechter Mann sterben, ohne Groll und Bedauern. Er wurde neben den elektrischen Stuhl, genannt Old Sparky, geführt. Es wurde nichts mehr gesagt, als Thompson eine elektrische Haarschneidemaschine nahm und Pete die Haare so kurz wie möglich rasierte. Pete schloss die Augen und begann heftig zu atmen. Thompson nahm ein schwarzes Tuch und fragte Pete: Möchten Sie, dass ich Ihnen die Augen verbinde? Nein. Der Richter verlas den Hinrichtungsbefehl. Thompson fragte: Pete, haben Sie noch etwas zu sagen? Nein. Thompson drehte an einem Regler. Die Zuschauer in der Nähe begriffen, was passierte, und wichen zurück. Als 2000 Volt durch Pete hindurchschossen, verkrampfte sich jeder einzelne Muskel in seinem Körper. Mit einem heftigen Ruck fuhr er nach vorn gegen die Gurte. Er schrie. Ein lauter, brüllender Schrei, Ausdruck grauenvoller Schmerzen und Todesqualen, der die Zeugen zutiefst schockierte. Der Schrei schallte durch den Gerichtssaal und dauerte mehrere Sekunden lang an, während Pete's Körper wie von einer unsichtbaren Gewalt hin und her geworfen wurde. Der Schrei drang durch die offenen Fenster aus dem Gebäude hinaus nach draußen und hallte durch die Nacht. Später sollten die Zuschauer, die in der Nähe des silbernen Lastwagens mit dem Generator gestanden hatten, behaupten, den Schrei nicht mitbekommen zu haben. Doch alle hörten ihn und würden ihn nie vergessen. Karfreitag. Der Tag, an dem der Sohn Gottes starb. Eine Hinrichtung. Kreuzigung. Die Evangelien berichten ähnlich nüchtern und sachlich wie diese Schilderung aus einem Roman von John Grisham, soeben von dem elektrischen Stuhl. Gerade weil nichts ausgeschmückt wird, wirkt die Schilderung umso stärker und bedrückender. Was tun Menschen anderen Menschen alles an? Was muss Gott tun, um diesen Kreislauf des Schreckens zu durchbrechen? Er kommt zu uns. Er kommt am tiefsten Punkt, in dem gekreuzigten Christus. Christus, der gestorben ist dem jungen Mann nahe, der so hässlich ist, dass er nicht mehr leben will. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Christus, der gestorben ist auch der Frau nahe, mit der Arzt nicht mitsterben konnte, weil er weiter Leben retten muss. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Christus, der gestorben ist und der nicht geweint hat, nicht geschrien, sich nicht gewehrt hat, ist den vielen stummen Opfern von Folter nahe, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Christus, der gestorben ist der, der am Ende markerschütternd schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Schrei haben sie nicht vergessen, die Menschen, die dabei waren. Sie haben ihn gehört und später aufgeschrieben. Aber Gott hat ihn auch gehört. Und Gott war doch bei ihm und hat es Ostern werden lassen. Am Ende heißt es im Gottesknechtslied: Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht,
kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Amen. Wir beten. Du Gott der Verlassenen, Trost der Einsamen, Hilfe der Verzweifelten, Quelle der Hoffnung, wir kommen zu dir mit unserem Gebet. Wir bitten dich für die Menschen, die sich wie Jesus von dir verlassen fühlen, in einsamen Wohnzimmern, in Schulen, in Heimen, in Krankenhäusern, in Gefängnissen, in Verzweiflung um den Verlust eines geliebten Menschen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die wie Jesus verachtet werden, weil sie fremd sind, weil sie anders glauben als andere, weil sie anders lieben als andere. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die wie Jesus Gewalt leiden, in den eigenen Familien, auf der Flucht vor Terror und Krieg, in Syrien, im Irak, in so vielen Kriegsgebieten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Barmherziger, unbegreiflicher Gott, wir bitten dich für die Menschen, die wie Jesus getötet werden. Heute denken wir besonders an Menschen wie die, von denen wir in der Predigt gehört haben. Hast du sie vergessen? Gott, wann nimmt das Töten ein Ende? Sei bei denen, die von Trauer überwältigt sind. Sei bei denen, die helfen. Uns aber bewahre davor, dass sich der Hass in die Seele frisst und nach Vergeltung sucht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.